Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass ihr wieder reinschaut. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert mit dem nächsten Video, weil wir, wie ihr seht, gerade hier umbauen. Wir erweitern gerade die Werkstatt. Wir haben jetzt hier eine Wand reingezogen in unserer Ausstellung. Dahinter haben wir jetzt noch einmal einen Montageplatz dazu. Wir haben zwei neue Mitarbeiter. Einer hat schon sofort angefangen, einer kommt im Januar dazu. Die machen wir jetzt relativ schnell fit, um dass wir dann den Platz auch effektiv wieder weiter nutzen können. Also ich bin richtig glücklich drüber, sind top Jungs. Und ja, drum sind wir hier am Umbauen. Hier hinten kommt nur eine kleine Wand hin mit einem kleinen Durchgang. Da wird nur ein bisschen was verändert und dann wird es wieder alles schön gestaltet und dann ist es wieder alles tippitoppi. Drum hat es ein bisschen gedauert und ja, manchmal kommt man nicht immer zu, das muss immer alles nebenbei passieren, weil am Tag hat man ja auch noch so ein bisschen das laufende Geschäft. Heute geht's einfach mal schlichtweg darum, es haben sich wieder ein paar Dinge angesammelt, wo ich euch so ein bisschen sensibilisieren möchte, was denn letztlich wirklich in der Verbauungsart sein kann, sein darf, sein sollte oder nicht sein sollte. Ich habe da wieder ein paar Sachen erlebt und die möchte ich euch nicht vorenthalten, wie es denn wirklich nicht sein soll. Das hat einfach den Hintergrund, nicht um andere irgendwie schlecht zu machen, um uns herauszuheben oder sonstiges, wie ich dann immer wieder in den Kommentaren zu lesen bekomme oder beziehungsweise hier Lästervideos mache. Nein, das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich finde einfach, wenn ich bestimmte Dinge sehe, die offensichtlich sind, da möchte ich euch einfach drauf sensibilisieren, euch mitnehmen, um dass ihr für euch, wenn ihr irgendwo eure Umbauten machen lasst oder wenn ihr auch ein Fahrzeug habt, was gebrauchter Natur ist, gut erhalten, aber halt in der Elektrik vielleicht das eine oder andere dann euch auffällt, was halt definitiv nicht sein sollte, um da euch zu sensibilisieren. Das ist eigentlich mein Antritt, mein Grund, warum ich solche Videos mache, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Und um was es jetzt geht, da quatschen wir gar nicht lang rum, wird auch kein ewig langes Video. Das schauen wir uns jetzt einfach miteinander an und dazu gehen wir mal ab in die Werkstatt. Ja, hier sehen wir wieder den klassischen Fehler, will ich jetzt einfach mal sagen, von Installationen von Menschen, die einfach, ja, sich vielleicht Fachwerkstatt nennen, aber halt einfach immer wieder die Problematik aufweist, dass es eigentlich, ich will nicht sagen grob fahrlässig ist, aber ja doch schon wieder grob fahrlässig ist, weil hier mit der Installation eigentlich mehr Schaden zugefügt wird wie alles andere. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Wir haben zwei AGM-Batterien drin und ich glaube, ein paar Leute, die meine Videos immer wieder mal angucken, sehen hier schon, wo hier eigentlich der Fehler liegt. Wir haben hier einen Wechselrichter. Ihr seht, was da für Kabel liegt. Also wir haben mal nachgeschaut. Das ist ein 25 Quadratkabel oder irgend sowas. Ne, 25 steht da hier auf den Schuh drauf. Ist ein 25 Quadratkabel. Also Punkt 1, was ich schon wieder sehe, ist 25 M8. Hier haben wir keine M8 Schraube. Passt schon nicht. Also das ist ein fertiges, gekauftes Kabel. Hier muss eigentlich der passende Kabelschuh zu dem passenden Durchmesser drin sein. Ist hier schon wieder nicht der Fall. Punkt 1. Wobei, das ist jetzt einmal gar nicht so dramatisch. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht wirklich so dramatisch. Fakt ist aber, hier haben wir Plus, hier haben wir Minus vom Wechselrichter. Wir haben zwei Batterien. Schon mal total falsch. Weil jetzt würde hier aus der Batterie der ganze Strom gezogen. Es wird immer diagonal angeschlossen. Das heißt, Masse muss hier hin, wenn hier Plus ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich der größere Oberhammer, wenn ihr mal den Klingeldraht hier anguckt,
gegen dieses Wechselrichterkabel. Das heißt, wenn der Wechselrichter mal richtig am Laufen ist, dann zieht er hier etliches an Ampere drüber und soll hier nachziehen. Wie soll das bitte gehen? Schaut euch diesen Querschnitt an, wie die zwei Kabel verbunden sind. Das ist kein 16 Quadrat, das ist maximal ein 10 Quadrat. Und hier haben wir ein 25 Quadrat. Also Leute, das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Das ist totaler Quatsch. Also die Batterie, wenn ich jetzt messe, ist garantiert immer weiter unten wie die Batterie. Die Batterie wird auch viel schneller kaputt wie die, weil die kommt überhaupt nicht mehr nach. Also es ist ein totaler Irrsinn, sowas zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, warum man sowas baut. Dann hier auch die, ja gut, damals war das halt so, das sind die Standardverbindungen gewesen. Hier bei der Minusseite, Masseseite genauso wie hier bei der Plusseite. Und da sage ich halt immer, Mensch Leute, wenn er schon einen Wechselrichter nachrüstet, ihr müsst doch eh daran. Der Sessel muss doch eh runter. Dann macht doch hier anständige Brücken drauf. Also wir haben jetzt mal anständige Brücken vorbereitet, weil das müssen wir natürlich tauschen. Das sind die da. Mindestens 35 Quadrat. Dass ich einen höheren Querschnitt habe wie hier, dann kann ich da sauber ran. Das da ist 35 Quadrat und nicht M8, sondern M6, weil die Schrauben hier sind M6 und keine M8. Und dann passt es sauber ordentlich da drauf, hat einen anständigen Kontaktpunkt. Ich erzeuge keine Übergangswiderstände. Und das Thema läuft richtig. Und dann natürlich noch diagonal angeschlossen, damit es sauber und ordentlich hinhaut. Und dann haben wir hier jetzt zwei neue Kabelbrücken, die wir da installieren. Weil den Scheiß hier, das ist ja eine Zumutung. Also das geht ja gar nicht, wenn ich einen Wechselrichter drin habe. Und da muss ich mich schon immer ein bisschen aufregen, weil man natürlich als Fachwerkstatt ja an sowas gemessen wird und dann natürlich die Leute auch skeptisch rangehen und immer wieder sagen, ah, hoffentlich passt es, was der da macht. Ja klar, wenn man sowas erlebt und dafür auch noch einen Haufen Geld zahlt, was aber keine fachgerechte Installation ist, kann ich das natürlich auch durchaus verstehen. Also unbedingt darauf achten. Lasst euch, also jetzt gehe ich sogar so weit, lasst euch eure Installationen zeigen. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde das echt grandios frech. Wir machen jetzt nur einen Hauptschalter da rein, damit er auch die Batterien abschalten kann, damit es auch alles safe ist und dementsprechend ordentlich hausieren kann. Und das ist, also hausieren kann Quatsch, aber ordentlich umgehen kann damit, damit es sauber und ordentlich passt. Kommt jetzt nur ein Hauptschalter rein, damit es alles hundertprozentig safe ist. Ja, hier sehen wir, dass wir natürlich keine Heizung mehr drin sehen, weil die haben wir schon rausgebaut, weil hier wird eine Umrüstung stattfinden. Das heißt, wir machen hier eine Dieselheizung rein. Dann haben wir hier natürlich wieder, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, eine andere Abgassituation. Das haben wir von außen schon dementsprechend abgeändert. Der Kamin ist schon eingeschnitten. Das zeige ich euch kurz. Was jetzt dringend notwendig ist bei dem Fahrzeug, ist ein Fensterkontakt, weil der Kamin hier halb ins Fenster reinragt. Und somit müssen wir hier aus Sicherheitsgründen, einen Fensterschalter reinmachen. Denn hier kann, wenn das Fenster halb offen ist, die Abgassituation reinziehen und das darf definitiv nicht sein. Also wenn das Fenster offen ist hier an der Dinette, darf die Heizung nicht laufen. Das müssen wir so machen, da müssen wir unbedingt drauf achten, weil sonst kann hier wirklich Dramatisches passieren. Ja, hier haben wir schon vorbereitet, wir bauen jetzt hier Dieselheizung ein, eine Diesel-Druma, die D6. Und dann hat der Kunde auch eine riesen Autarkie und hoffe, dass er da wieder eine ganze Ecke glücklicher ist. Ja, wenn man sowas sieht, kriegt man eigentlich immer wieder Bauchschmerzen, was eigentlich da draußen alles rumfährt und wie das da draußen alles in der Praxis ausschaut. Ein älteres Wohnmobil kommt vorbei, dem wurden zwei AGM-Batterien eingebaut, natürlich auch elektrische Komponenten im Fahrzeug. Ich habe das jetzt nicht verfilmt in dem Sinn. War ja auch der Wunsch von einigen, dass man nicht immer schimpfen soll, was andere machen. Aber es möchte auch noch mal kurz aufklären. Es ist kein Schimpfen, was andere tun. Und es ist auch kein Herausstellen, was wir anders machen. Sondern es ist einfach
eine Aufklärung für alle meine Zuschauer, auch für meine Nichtkunden, wo sie einfach vielleicht ein paar Dinge rausziehen können für sich, um einfach ein Stück weit vorsichtiger zu sein, um auch den ein oder anderen zu kontrollieren und einmal zu gucken, Mensch, wie ist das eigentlich bei mir gemacht? Ist das eigentlich fachgerecht oder ist es nicht fachgerecht? Es geht mir immer um euer eigene Sicherheit. Es geht mir nicht darum, andere in die Pfanne zu hauen, weil sonst würde ich Namen sagen oder Sonstiges. Das mache ich alles nicht, liegt mir alles fern, geht mir auch gar nichts an. Andere arbeiten, wie sie arbeiten wollen. Aber wenn ich halt sowas hier sehe, dann fühle ich mich halt wirklich verpflichtet, euch das entsprechend auch mitzuteilen und euch zu sensibilisieren. Passt mal auf, wie ist es denn eigentlich bei euch? Und hier habe ich jetzt eben wieder so den Klassiker, habe hier Polklemmen, die kennen wir alle, die werden geklipst, also einmal werden die einfach draufgeklipst und hier ist dann das Kabel dran, hauptsächlich zu finden eigentlich bei Starterbatterien, ganz simpel. Also im Fahrzeug, bei älteren Autos oder so weiter, bei Starterbatterien sind die eigentlich, ja, da kann man das auch machen, da ist das okay. Ich hier bei meinem alten Gabelstapler, da ist das Zeug auch drin, auch okay. Da passiert nicht viel. Da laufen kurz hohe Ströme drüber. Wenn der Kahn läuft, dann kommt da fast kein Strom mehr. Also das ist minimal. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Wohnmobil. Wenn sowas an der Aufbaubatterie verbaut ist, Leute, dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Und wenn ein Händler, der die Aufbaubatterien wechselt, sowas sieht und lässt es auch noch drin, dann fällt mir schon gleich zehnmal nichts mehr dazu ein, weil was dabei rauskommt, sehen wir hier. Guckt euch den an. Ich meine, da muss man nicht mehr zu viel sagen. Die Verfärbung, also das da ist normal gealtert, schaut auch ganz normal aus. Nur hier, wo die ganze Last dran gehängt war, schaut mal an, wie schön warm der geworden ist. Wie schön heiß der geworden ist. Der ist nicht mehr warm geworden, der ist heiß gewesen. Also das ist Wahnsinn. Und sowas zu verantworten, finde ich echt heftig. Also die Karre hat auch gestunken wie die Pest. Also es hat auch nach verbrannt, verschmort gestunken. Natürlich auch solche Kabel dran gewesen, super gut isoliert mit Isolierband. Natürlich auch richtig heftig gut isoliert, sieht man auch da hinten, wie hier die Kupferdrähtchen rausschauen. Also auch das, richtig toll. Natürlich hier vorne nichts drüber. Also Leute, so zu arbeiten und sowas dann einfach zu tun, finde ich einfach immer, ja, also ich will nicht sagen, doch, ich sag's, das ist einfach grob fahrlässig. Sowas kann man nicht machen. Das gehört in keine Werkstatt, das gehört in keine Profi-Werkstatt oder in keine renommierte, selbstständige Werkstatt, wo dafür Geld nimmt. Der hat nun mal die Gottverpflicht, einfach hier den Kunden aufzuklären, um zu sagen, pass auf, schau dir das bitte an, hier müssen wir die Pole ausschmeißen, die darf ich dir nicht mehr verbauen. Das da ist für Starterbatterien gedacht, aber nicht für Aufbaubatterien, wo längere Zeit höhere Lasten drüber laufen, weil die lausigen Dinger da, die halten das ja gar nicht aus. Da braucht hier nur das Gestänge ein bisschen ausleiern, dann kann ich die zwar zuklipsen, aber der Pol wird gar nicht mehr fest da drin. Wie soll er denn auch fest werden, wenn das auslatscht? Dann geht es nicht mehr, die Dinger sind ja schon 100 Jahre alt, also sowas verbaut man ja gar nicht mehr, weil hier wird ja nur was soll ich jetzt sagen, da wird ja nur hier durch die Feder hier seitlich das Ding ein bisschen hingedrückt und das war's. Wenn da höhere Ströme laufen, gibt's da einen Übergangswiderstand, dass es nur so knallt und genau dieses Resultat sehen wir hier. Schön verfärbt, schön dunkel, wunderbar. Wie gesagt, ich bin halt einfach der Auffassung, ich muss euch solche Dinge mitteilen, solche Dinge zeigen und daraufhin auch so ein bisschen sensibilisieren, dass sowas einfach nicht passiert. Ja, auch hier sehen wir wieder was Unmögliches. 12 Volt Kabeldiebe im 230 Volt Sektor an der Erdung. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, worum es mir geht. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was nicht sein soll und da einfach
mal einen Blick drauf werfen, wie es bei euch ist. Vielleicht ist es ja nicht so, was ich euch wünsche. Wenn es aber denn so ist, dann zumindest wisst ihr, oh, vielleicht sollte man da vielleicht ein bisschen nachbessern oder mal was ändern, denn die Dinge, die ich jetzt hier, die sind schon echt gravierend und ich glaube nicht, dass das einfach gut ist, wenn man sowas macht. Und da einfach euch so ein bisschen was mitzugeben, zu sensibilisieren, eben dafür finde ich eigentlich solche Videos ganz praktisch, denn ich möchte euch ja nichts vorenthalten, was bei uns alles so reinkommt, was in der Werkstatt so passiert, sollt ja auch ihr definitiv mitbekommen. Und ich möchte natürlich auch, dass ihr immer sicher und safe unterwegs seid. Spaß habt beim Camping, weil das ist die vorderste Eigenschaft oder der vorderste Grund, warum wir das Ganze ja machen. Das ist ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Wir fahren da raus, wollen Spaß haben, wir möchten, dass unsere Autos funktionieren und eben auch das bieten, was wir dafür wollen und davon wollen und was wir auch dafür bezahlt haben, dass es eben so funktioniert. Und das ist für mich eben immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, im nächsten Video, das möchte ich euch auch gleich erklären, wenn wir wieder ein Folge 2 Video machen, was EcoFlow betrifft. Ich habe das Video ganz, ganz viele Anfragen, ganz, ganz viele Kommentare, da schon mal ganz, ganz lieben Dank dafür. Echt toll. Die Interaktion finde ich mega und ich möchte euch aber den zweiten Teil bieten, weil aus diesem ersten Teil haben sich durch die Kommentare ein paar Sachen ergeben. Wie ist es mit einem Stromgenerator? Wie ist es mit dem Adapter? Was hat es da auf sich? Kann man die EcoFlow auch im Wohnmobil und darüber möchte ich dann nochmal ein ausgiebiges Video machen, was ich schon in der Vorbereitung habe, um das euch dann auch nicht vorzuenthalten, um auf etliche Kommentare da auch eine Antwort zu geben und auch das Adapterkabel vorzustellen, weil auch das gibt es, muss nicht von uns sein, muss man gucken, wo man das herkriegt. Offiziell zu kaufen gibt es meines Wissens nach nicht. Aber man kann es anfertigen. Wir haben mal welches angefertigt und ich möchte euch da einfach mal zeigen, wie es in der Realität dann auch wirklich funktioniert. Und all das erwartet euch im nächsten Video und ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen. Wenn, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, wie über ein Abo natürlich. Wenn ihr ganz verrückt seid, da freue ich mich natürlich am allermeisten drüber. Und ich mache jetzt noch ein bisschen weiter hier mit meinem Umbau, damit es hier zack, zack, weiter geht, damit wir hier schnell wieder fit sind. Jetzt wird's kalt, wir können draußen gar nicht mehr so viel machen. In Heizkosten müssen wir auch ein bisschen sparen. In so eine Halle, da passt was rein an Wärme, aber das kriegen wir auch hin. Und da wollen wir das Tor nicht so oft aufmachen und zumachen. Auch das ist ein Grund des dritten Arbeitsplatzes. Und ja, da machen wir jetzt einfach mal fleißig weiter. Also, ich freue mich aufs nächste Video, ich freue mich auf euch. Und ich sag, bleibt gesund. Alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Micha. Bis dann. Ciao, ciao.